Sehr verehrte Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, Sie haben heute reingeschaltet, weil Sie sehen möchten, wie wir Baumstämme durch den Dreck fahren. Schön, dass ihr dabei seid, wie auch der Mannix von der Wildfire. Hallo zusammen. Let's go. In der letzten Folge habe ich die Handbremse angemacht und jetzt habe ich sie gelöst. Schön, dass ihr mit dabei wart, wenn ihr auch mal ein bisschen weiter gucken wollt. In der Endcard habe ich zwei Videos verlinkt. Nein. Wir sind hier direkt am Sägewerk, aber irgendwie kommen wir da noch nicht rein. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Weg reinfinden. Oh shit. Was mir gerade aufgefallen ist hier, halt vorher hast du die Gasmaske gesehen, links an dem... Ja, aber nicht. Aber hier führt auch kein Weg lang. Was ist das für eine Gasmaske? Der hat da so eine bouncende Gasmaske an seinem Aufbau. Okay. Das sieht total bescheuert aus. Ach stimmt, ja. Ich fahr mal ein bisschen vor und guck mir das an, ne? Ja. Das sieht dir nicht gut aus, ey. Ich muss schon wieder rechts abbiegen. Aber rechts ist der Eingang, ja? Links abbiegen. Holy shit. Oh, Mann. Also der Weg sieht eigentlich ganz interessant aus. Ist halt ein Weg, ne? Ja, aber schön eng und weit und so. Gucken wir uns das doch mal an hier, ne? Ja, genau. So, also. Was haben wir? Wo sind wir? Und so klar, Ralf? Ja, da kommen wir so nicht lang, glaube ich. Ja, doch. Wildfire, du fährst jetzt da links, dann rüber, da vorne zu dieser Straße am Fluss. Dann fahren wir auf die andere Seite, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Wir hätten halt echt seinen Weg nehmen müssen. Echt? Ja. Fahr weiter, Monix, alles geht. Jo, fahr grad noch auf der Map. Ja, denke ich mir, dass man auf... Ich bin auch immer auf der Map, wenn ich stehen bleib, logisch. Aber ich sag's dir nur, weil ich hier ungern hin reinfahren will. Die Brücke da hinten sieht auch ziemlich spannend aus, da in dem Nachtlicht. Mhm. Ich hätte noch nichts dagegen, wenn es mal wieder so Tag wird. Ah, guck mal, es ist 5 Uhr morgens. Die Sonne steht gleich am Himmel. Kurve ist auch sehr schön für euch hier. Ich finde die Strecke hier schon schlimm, weil wir so bei 25 Grad hier fahren, Schrägstelle. Siehst du das hinten, wie das... Holy shit. Ich tu mir jetzt nicht den... Du musst ja jetzt nicht an, da nochmal oben rumzufahren. Kannst du vergessen. Ja. Sonst die Brücke ist so bis 5 Tonnen, ne? Ja, passt. Ich hab nur 4,5. Oh, oh, ich bin weg, ich bin RIP. Oh nein. Nein, was machst du denn? Bin umgekippt, weil ich deinen Weg gefolgt bin. Nein. RIP. Fuck. Oh. Ja, das war's mit deinem Anhänger, meine Freunde. Könnt ihr mich kippen oder umdrehen wieder oder so? Ich versuche es so. An den Motor starten geht nicht. Ich glaube ich nach oben. Warte mal, ich fahr aber mal. Das hasse ich, immer diese Shortcuts. Jedes Mal, wenn ich so einen Shortcut fahre, kippe ich um, Mann. Ich versuch mal wieder nach oben. Aber ich glaube, es lag daran, dass die Spuren von dir da schon drin waren und ich einfach zu tief abgesogen bin. Ja, anders kann ich mir nicht vorstellen. Dann tut's mir leid. Naja, da kannst du ja nichts dafür. Mal, hallo, ja, Wildfire, wo fährst du weg? Ja, Dings, ich kam da nicht so richtig an dich ran. Also ich kann ohne Motor, ich kann nichts machen. Ihr müsst mich kippen. Ja. Rad nach oben, gucken, ob ich dich da oben hochziehen kann. Ach, beziehungsweise der Wildfire ist ja auch schon da oben. Dann stelle ich mich hier so ein bisschen als... Nee, aber in die Richtung muss ich kippen. Nee, in die Richtung muss ich kippen. Zieh mir die Handbremse, Wildfire, stopp. Nicht so weit, warum bist du so nah dran? Jetzt fahre ich dir auf dich drauf, aber was machst du denn? Bleib mal da oben stehen. Handbremse und dann Seilwinde. Oh nein, nicht daran, Mann. Steuerung, ne? Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Ja, das so. Ist aber besser als in normalen Spin-Times. Ja, das stimmt auch. Das stimmt, ja. Ich sehe leider nicht, was du machst. Ja, warum will er mich da nur mit einem Baum verbinden, Alter? Ja, da geht's nicht, da ist mein Fahrzeug-Grip. Ne, der zeigt mir die Punkte auch an, aber... Scheiße, ey. So knapp vom Ziel. Ja.
Hast du denn aber noch kriegst du das jetzt noch gebacken hier oder nicht? Was ist los mit dir? So, ich muss die Taste gedrückt halten. Ja, wenn du Fragen hast, frag. Ach. Aber passiert irgendwas? Weil ich bewege mich überhaupt nicht. Oh, hast du keine Anfrage bekommen? Nö, geht auch nicht. Du kannst nur mich ziehen, wenn beim Motor nicht an ist. Das geht nicht. Links hat mich auch rausgezogen gerade. Ja, fahr mal vorne mit dem Anhänger gegen mich. Monex, ich glaube, komm nicht klar. Da bewegt sich aber gar nichts. Oh, jetzt. Ah, jetzt, hurra. Mit dem Anhänger gegen dich fahren. Naja, einfach rückwärts. Das hält das doch gar nicht aus. Sieht aber gut aus. Weiter, zieh mal mit der Winde. Und fahr rückwärts dabei. Mach ich. Sehr gut, danke. Jawohl. Gehst du doch wieder. Jetzt musst du nur gucken, dass du die Baumstämme da so ein bisschen. Und den Trailer noch umklippst. Trailer umklippen, ja. Kann ich die Baumstämme ablegen, meinst du? Die Baumstämme sind schon abgelegt. Also zwei werden bei mir angezeigt, sind noch bei dir drauf und einer liegt da links noch so ein bisschen. Also rechts von dir. Kannst du mal an den Anhänger versuchen, die Winde dran zu packen? Ich vor. Wunderbar. Nein, das war falsch. Schickst du noch eine Anfrage, oder? Oder ist da der Baum näher und geht das nicht an deinen... Schickst du noch eine Anfrage, ja oder nein? Also ich hab doch gesagt, links an deinen Anhänger geht nicht. Doch, sollte aber gehen. Da sollte... Ich hab geguckt, was... Kein an, also der zeigt mir da keinen Punkt an. Fahr mal ein Stück näher ran. Ja, fahr mal näher ran, das muss gehen. Der Anhänger hat definitiv auch Punkte. Ja. Der hat ganz hinten in der Mitte. Wollte der haben. Ja, zeigt er mir nicht an. Mit dem Baum und hinten von dir. Ich kann versuchen, von hier unten dagegen zu fahren und den dann aufzunehmen. Was ist denn, wenn du versuchst, ein bisschen vorwärts zu fahren? Nix. Erst mal die Baumstämme hier aus dem Weg legen. By the way, aber du kannst dich auch mit den. Du hast ja jetzt den Motor wieder, das heißt, du kannst die Seilwinde von deinem Trailer. Warum bleib hier? Fahren. Lol. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Baumstämme. Also bei mir hat dein Anhänger keiner. Hast du aber schon. Wie dreht denn jetzt dieses blöde Ding davon nochmal? Mit R und T, also wie gesagt, auf Tastatur. Keine Ahnung, wie das auf dem Controller ist. Ja, ich hab so, ich hab den Controller, das weißt du. Ja, ja. Ist doch okay. Aber ich werde das auch mal nächstes Mal, wenn ich dran bin, mit dem Controller versuchen. Sieht ja schon mal gut aus. Ich würde den halt gerne nie über diesen Anhänger drüber heben, aber da komme ich nicht so richtig hin. Ah, mit Gewalt. Sehr gut. Kannst du deinen Trailer an den Baum setzen? An die Birke da links? Wie bitte? Kannst du deinen Trailer an die Birke links von dir mit der Seilwinde machen? Geht das? Weiß oder? Ich nicht, aber ich kümmere mich doch erstmal um den Kran gerade. Was? Lass mich doch eins am anderen machen. So, Seilwinde. Also ich habe da hinten einen Punkt. Ich kann aber nur... Wenn er da mir irgendwie befestigen kann, dann wäre auch gut. Ne, ich kann nur die Winde an meinem eigenen Anhänger hat er machen, seht ihr das? Ach, wisst ihr, was los ist? Das ist getrennt von meinem Auto. Der Anhänger. Oh, ja, okay. So. Deswegen ist er wahrscheinlich genau, auch so genau. Ein Greifkammer. Genau, das müsste wahrscheinlich. Ach, deswegen sehen wir den noch nicht. So, das wird eine Aufgabe. Ihr könnt gerne mal weiterfahren. Da bin ich mit beschäftigt erstmal. Ne, wir wollen dann zusammen. Wenn geben wir zusammen ab. Ja, nur das mit den Kommentaren, das ist ein bisschen ätzend, weil ich das auch. Ich kämpfe selber damit so sehr. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich da den Baumstamm
wie ich das jetzt wieder hinkriegen soll. Habe ich die Baumstämme schon mal befreit. Wow, habe ich das geschafft. Lol. Aber beide. Das habe ich aber auch noch nicht geschafft. Und drüber, komm schon. Oh, jetzt sind sie zu schwer, ey. Wobei, eigentlich kann ich die hinten erstmal ablegen, ne? Meinst du links von dir? Ja. So. Okidoki. Ich krieg den Kran jetzt hier wieder drauf. Okay, jetzt kommt die wichtigste Aufgabe. Oh, die wichtigste Aufgabe. Den anderen wieder dran kriegen. Soll ich schön kurz zurückfahren noch? Ne? Ja, ist gut. Ich weiß nicht, wie ich den Anhänger hier ankuppeln soll, wenn der da so matsch liegt. Der auf dem Kopf oder? Seitlich glaube ich so immer. Fahren wir ein Stück oder wobei ich fahre nach vorne. Seit letztem, dass da diese Brücke ist, ey. Du hast den jetzt schon dran, ne? Ja, an meiner Seilwinde habe ich den dran. So. Aber ich kann den nicht ankoppeln. Ihr kriegt den aber auch nicht irgendwie gepackt mit der Binde. Fahren da durch. Lass den mal da liegen und versuch mal so seitlich in den Rückwärts reinzufahren. Vielleicht kippt er dann. Nicht ganz. Komm ein Stück weg. Muss ich Motor anmachen jetzt. Also er hängt irgendwie schon hier im Boden drin. Also irgendwas hier haben wir schon. Ah, der wie so eine, wie so ein Pfeil steckt im Boden. Sorry, dass ich hier drauf gefahren bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den mit diesem Auflieger umgekippt bekomme. Oh, schaut, jetzt schiebe ich ins Wasser. Also ich bräuchte die Straße, wo du stehst, die bräuchte ich mal. Um das Ding hochzuziehen an der Seilwinde. Jo, dann fahr ich eben da Richtung... Ja, Richtung Brücke. So reicht das schon, ne? Ja, reicht. Ich muss den nur irgendwo hinziehen, wo ich den besser greifen kann als hier im Hang. Also für mich kriege ich den zwar, aber... Gibt's da oben irgendeine Fläche, wo ich hinfahren kann damit? Schwierig. Ich guck mal um. Hinter mir. Ich glaube, das hat sich gerade so erledigt, weil deine Baumstämme gerade despawned sind. Wirklich? Du bist zu weit weggefahren, glaube ich. Die sind weg, bei mir jedenfalls. Also ich sehe hier nichts mehr rumliegen. Achso, nee, die blenden sich einfach aus, dann wenn du zu weit weg bist. Ja, bei mir sind sie noch da.
Okay, jetzt sind wir wieder da. Hier oben ist auch keine wirkliche Fläche. Aus. Das Ding da hinter mir herzieht, wie so ein Kind, das ich hasse, immer so an der Hand. Ja, so, hier oben hast du auch keinen Platz. Nee, ich krieg das nicht gekippt, das Ding. Wie so ein Hund, der nicht mehr will. Ja! Holy shit! Da hab ich auch sogar hingekriegt. Sieht echt ganz gut aus. So, volles Drama. Jetzt guckt das Ding nach oben. Aber das gehört dazu, so ein bisschen. Jetzt kipp ich gleich hier runter. Runter. Ja, das Gute ist, dass ich jetzt die Seilwinde auf der anderen Seite dranhängen kann, dann sollte er nach vorne kippen, versteht ihr? Mhm. Dann sollte er genau hinten an meine... an mein Fahrzeug rankommen. Dann sieht es aus, als können wir es echt schaffen. Jetzt kommt so eine Fliege und setzt sich oben drauf und dann ist er wieder auf dem Kopf. Nee, da ist ja, da habe ich ja noch so ein Ding da dran, so ein... So, ich ziehe die Seilwinde. Oh no, nee, das war's, das geht nicht. Scheiße. Das Problem ist, wir können dir dabei nicht helfen, weil dabei ich weiß nicht, was. Wir würden nicht durchfahren. Ach, schade, Mann. Einfach hinterher ziehen. Ja, die Baumstämme fehlen halt nicht. Das ist, wenn du jetzt hier wieder runterfahren würdest, dann könnte der sich ja so ein bisschen. Vielleicht dreht er sich dann wieder runter. Ich weiß es nicht, oh Gott, jetzt soll ich den Baum. Das Problem ist, der hat einen Aufbau hinten, so wie wir auf dem. Der hat diesen Bügel hinten dran. Hm. Und der ist wie ein Pflug im Boden. Weißt du, der ist schwer, der hat Gewicht. Ja. Deswegen kriege ich den nicht irgendwie gekippt so. Das ist nicht so leicht, ey. Wollen wir uns gleichen da, der Boden? Ah, ich fahre jetzt irgendwo hier lang und hoffe, dass der irgendwie kippt. Ja. Wie viele Punkte hättest du denn gehabt? Das wären dann 3, ne? Ja. Jungs, ich steck fest. Ja, ich komm. Ja, wir ätzen. Oder warte mal, ich glaub... Nein, ich steck fest, ja. Was ist ätzend jetzt mit dem Trailer? Einfach nur ziehen. Mit der Winde. Winde. Alles klar, danke. Ja, das wird jetzt nicht. Ansonsten fahren, wir müssen ja sowieso dann nochmal fahren. Dann fahren wir einfach nächste Tour dann ein bisschen vorsichtiger. Du bist so ein Arsch, Alter. Jetzt hab ich nicht vorsichtig gefahren, wäre ich. Du bist ja wohl. Du bist einfach Bollig hinterher gefahren. Ich bin dir einfach hinterher gefahren und dann bin ich wieder. Ja, nee, ich meine im gesamten Sinne. Jetzt kennen wir auch die Wege. Ja. Das war jetzt nicht böse gemeint, oder? Ja, das stimmt. Monek hat den Weg hier ausgesucht. Aber ich frage mich, wie man dieses Scheißding umkippen soll da hinten. Wie soll man das denn wieder aufgerichtet bekommen? Wahrscheinlich nur durch Zurücksetzen. Ich kann das wild und sich rumwerfen hier so. Aber umdrehen ist nicht hier. Hast du die Seilwinde mal ganz dran gezogen? Oh, das sieht gut aus. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ja. Fucking okay, nice. Ja, jetzt reicht's. Danke, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war eine Folge lang rumkippen und rumficken. Ja, mit dem Scheiß da hier. Endkarte, Videos. Macht's gut, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.